Dieser Palast im Herzen von Barcelona am Plaza Sant Jaume, Platz des Heiligen Georg also, ist der Sitz des Präsidenten und der Landesregierung von Katalonien. Der Öffentlichkeit zugänglich ist er nur an 3 Tagen im Jahr, am 24. April und am 11. und 24. September. Ansonsten nur am Morgen jedes zweiten und vierten Wochenendes im Monat, wozu man sich aber über die Website anmelden muss, mit persönlichen Angaben und auch Alternativdaten angeben, um an einer Führung teilzunehmen. Der Palast wurde über 200 Jahre, nämlich vom 15. bis zum 17. Jahrhundert erbaut. Deshalb begegnet man im Inneren auch der Renaissance, der Gotik und neoklassizistischem Stil. Faszinierend fand ich die 4 Säulen am Eingang aus dunklem Granit, wurden hertransportiert aus dem alten Gebiet von Troja und sind ca. 1700 Jahre alt. Noch sind wir unten, aber genießt diese Ansammlung von Kunstschätzen, Gemälden, Kandelabern und Lüstern, Böden und Decken, die uns im Obergeschoss erwartet. Viel Spaß! Das wunderschöne Glockenspiel hier aus dem Türmchen hört man 2-mal am Tag um 12 mittags und 6 Uhr abends im ganzen Viertel.